Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hearthstone. Gestern haben wir hier den, auch relativ erfolgreich, den Jade-Druiden gespielt. Und heute probieren wir einfach mal den Dragon-Priester aus. Also auch da fehlen mir natürlich wieder ein, zwei, drei Karten. Aber ich hatte gestern schon mal in der Folge kurz erwähnt. Ich werde jetzt im März einfach nochmal so ein bisschen die Spielmechanik bzw. die anderen Helden ein bisschen versuchen, besser kennenzulernen. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du spielst zum Beispiel nur mit dem Magier, um zu wissen, okay, es kommt ein Priester auf dich zu, was hat er eigentlich für Karten? Ja, gucken wir mal. Das Problem mit diesem Priester, den ich hier habe, das habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gehabt, der kommt relativ spät erst ins Spiel. Mir fehlen halt ein paar kleinere. Ja, guck an, ne? Also ist schwierig jetzt ins Spiel überhaupt erstmal reinzukommen. Also aktuell sieht es nach einer Niederlage aus, muss ich mal so blöd sagen. Dafür haben wir aber die Möglichkeit, noch so ein bisschen uns zu heilen und entgegenzuwirken. Aber ist jetzt keine gute Starthand. Nix auf der Hand, ey. Den kann ich ja auch nicht so blank spielen. Ich meine, wenn ich den spiele und er stehen bleibt, ist ja alles gut. Aber dann kann ich danach den und den. Ja, naja, ist alles. Es kommen natürlich genau die Late-Karten, die ich gerade überhaupt nicht gebrauchen kann. Die Late-Game-Karten. Eieieiei, guck mal, was das würde hier. Natürlich. Natürlich. Achso, mit maximal zwei Angriff. Das ist natürlich doof. Wir holen uns, glaube ich, mal ein paar Murlocs. Denke ich mal. Oh, na toll. Das ist ja eine ganz. Warum genau zwei? Also, hallo? Also, kriege ich die überhaupt? Glaub nicht, ne? 2, 4, 6, 8, 9. Warte mal. 2, 4, 6, 8, 9, ja. Also können wir noch einmal tappen. In der nächsten Runde müssen wir spielen. Können wir aber auch mit der Münze. Eieiei. Also, da weiß ich jetzt gar nicht, muss ich gestehen, ob ich überhaupt 7 Murlocs herbeirufen kann. Wir sind gleich down, ey. Was ist das denn, ey? Ja, wir müssen Heilige Nova spielen eigentlich. Hilft gar nichts. Ja. Sonst macht er uns ja hier schon innerhalb von 4 Minuten platt. Ja, ist nicht so einfach. Also es. Ah, war jetzt die Starthand echt nicht doll. Ja, eine Waffe könnte der noch kriegen. Wir haben 2, 4, 6, 8, 9. Sagt 3 Stunden ist ja 3 Schaden, aber der muss natürlich weg, wenn der wieder Ansturmkarten hat. Ist nicht optimal gewesen, aber der wird wahrscheinlich, wenn er ein Murloc-Deck spielt, auch viele kleine haben. Ei, okay, dann müssen wir den in der nächsten Runde spielen. Schade, dass er den natürlich gekillt kriegt. Aber dafür nehmen wir ihm mal die Waffe weg. Okay, ich werde es auch probieren. Ah, das natürlich. Ich werde mal probieren, den. Ja, okay, pass auf, wir spielen den. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Und hoffen einfach, dass er entweder nichts dagegen tun kann oder einen krassen Zauber rausdrückt. Wieder die Waffe, ey. Ärgerlich. 7. Okay, wir könnten den. Sp
Nee, wir nehmen. Wir nehmen erstmal den. Zack. Und müssten uns nochmal heilen eigentlich. Ziemlich dringend sogar. Wir haben noch 13. Er macht 4 Schaden schon mal ohne Probleme. Nimm die. Oder bringt uns plus Zauberschaden was? Mittelmäßig nur mit ihm hier, mit dem Bücherwurm. Oha. Okay, nehmen wir die. Das ist natürlich nice. Oha, dann kann das jetzt nochmal richtig interessant werden. Ich meine, die Karte hat er dann auch, ne? Ich krieg doch, glaube ich. Oha. Ich glaube, man zieht ja nur Karten, die er auch hat, ne? Ich wollte gerade sagen, was war das denn hier? Wir könnten. Wir werden. Drei, fünf haben wir denn noch? Drei Leben bringt keinem was. Ja, genau. ja, komm. Ich greife nicht an. Ich greife nicht an. Ich lasse ihn mal. Aber ich glaube, er hat ja dieselbe. Verbraucht euer gesamtes Mana. Oh, Weihe für einen ist auch nicht schlimm. Ja, aber hier drauf bin ich mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Oh Mann, ey. Okay, wir nehmen den. Wir holen uns nochmal eine Karte. Okay, ich hoffe, dass es mit dem Leben, mit dem neuen Leben schon mal ganz ordentlich ist. Ja, mit der kann ich auch dienen eigentlich. Scheiße, er hat Ansturm, stimmt. Okay, killt schon mal den, das ist gut. So, ich habe ja jetzt auch, ich hoffe mal, dass ich dieselben Karten kriege. Also die halt auch bei ihm gestorben sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Bam. Läuft. Nice, ey. Oh, das könnte tatsächlich den Sieg bringen, wenn ich die jetzt nochmal spiele. Nein! Scheiße. Oh Mann, ey, dann hätte ich nächste Runde gewonnen, ey. Schade. Aber witziges Match. Am Ende des Tages. Ah, Mann, ey. Mist. Naja, hat nicht sein sollen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zur nächsten Folge. Euer Gonchi. Tschüss.